Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Smart TV. Ich spiele heute Subnautica, das Spiel, denn das Spiel hatte jetzt in letzter Zeit ein Update, wie ihr hier auch sehen könnt. Es ist zwar immer noch in der Early Access, aber ich habe mir überlegt, ja, kann ich es doch trotzdem mal spielen. Und ich spiele es jetzt gerade mal nicht mit meinem Xbox-Controller da. Das hat irgendwie mit Fraps nicht so funktioniert, wo ich es dann aufgenommen habe. Ich hoffe, die Qualität kommt gut durch, Entschuldigung, weil es sieht super aus. Also ihr müsst euch mal das angucken, das sieht super aus. Also ich erkläre euch dann während dem Spiel, wie es ungefähr funktioniert. Ich mache jetzt erst zum ersten Mal hier Freispiel, damit ich euch so ein bisschen Sachen zeigen kann. So, das Level wird jetzt erstmal geladen. Und man sieht hier auch im Hintergrund, also man startet in so einem riesen Schiff. Aurora heißt es, oder so? Aurora? Habe ich mir mal gemerkt. Sowas der Art, glaube ich. Und das stützen auf jeden Fall ab. Und dann landet man in so einer kleinen Kapsel als der Letzte, der überlebt. Soweit die Story dann aufgehört hat, seit dem letzten Update. Und das Ziel ist halt, diese Aurora zu erkunden. Und das war's dann. So ziemlich auch. Dann kommen natürlich noch Schwierigkeiten dazu, nämlich man strandet oder man landet auf einem Wasserplaneten. Und das seht ihr alles. Ihr seht, das Spiel ist sehr leistungsfressend. Okay, es geht los. Ich drücke jetzt mal ein Leerzeichen. Underworld Entertainment präsentiert. Und das war das Intro von Subnautica. Wir sind jetzt in unserer kleinen Kapsel gefangen und müssen jetzt erstmal das Feuer hier löschen, indem wir uns hier diesen Feuerlöscher hier schnell schnappen. So. Oh, oh. Ich drück schnell E, hab ihn. So, jetzt müssen wir schnell das ganze Feuer löschen. Geh weg, du Feuer. So. Dann ist das Feuer auch schon weg. Wir können jetzt nämlich schon mal rausgehen, als wenn wir erstmal. Es wird uns gezeigt, was das hier ist. Ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung und war für 3 Stunden bewusstlos. So, okay, hier sind wir. Hier ist unser Inventar. Hier, wir haben einen Feuerlöscher. Hier ist die Sprachaufzeichnung. Hier sieht man die Signale. Hier sieht man alle Baupläne, also Blueprints. Hier ist eine Datenbank. Hier kann man sich alles durchlesen. Die Bildgalerie, wenn man Screenshots macht, werden die da drin gespeichert. Und das war's. Ich glaube, wie kommt man hier nochmal raus? Drücke L. I. Oh ja, stimmt. I war's. So, ihr seht, wir sind gestrandet auf einem Wasserplaneten. Und ich hab jetzt komplett vergessen, wie das Spiel geht. Deswegen, wir tun einfach mal so, als wäre ich ein kompletter Noob. Also, wir haben hier ein paar Sachen. Nährstoffblock, das ist, glaube ich, zum Essen, aber da wir Essen ja sowieso ausgeschaltet haben, ist es sowieso egal. Hier haben wir Batterien. Ja, die werden geladen. Die kann man, glaube ich, rausnehmen. Hier haben wir einen Fabrikator, der ist sehr wichtig, aber um erstmal mit dem Fabrikator was herzustellen, müssen wir erstmal raus, jetzt hier reinspringen ins Wasser. Zack, sind wir schon drin. Und wir spawnen direkt bei solchen Metallteilen, die wir aber nicht benutzen können. Okay, wir haben noch 30 Sekunden CO2. Ich glaube, ich gehe schon mal hoch, damit ich mich bereit machen kann, hier runter zu gehen. Denn hier ist eine Muschel, wie ihr seht. So eine Riesenmuschel. Und das ist ein Tunnel in diesem Fall. Und hier sind so Steine, die könnte man, glaube ich, sogar zerbrechen. Ocean planet.
Oxygen, Nitrogen, Atmosphere. So. Contamination. High. Oh. Was ist da drin? Ich glaube, das ist ein Monster. Das ist jetzt eigentlich schlecht. Oh, oh, ja. Oh, oh, was war das gerade? Ich habe gerade sehr viel Leben verloren. Ich will das unbedingt so ein bisschen erkunden. Das ist, glaube ich, ein Geysir. Kann das sein? Das ist aber... Oh, oh, hier haben wir unseren ersten Lag. Und 0 FPS. Ah, das ist bestimmt ein... Kein Geysir, das ist ein Unterwasservulkan. Gibt's das? Ja, auf jeden Fall, jetzt gibt's das. Und wenn wir hochgehen, sehen wir, unser kleines Schiff ist hier. Und wenn ich jetzt mal hier lang gehe, kann ich dann Kalkstein vielleicht schon finden. Und der ist nämlich sehr wichtig. Hier können wir schon mal ein paar von diesen Säurepilzen mitnehmen. Die sind, soweit ich weiß, für Batterien gut. Wenn man Batterien bauen will. Aber jetzt müssen wir erstmal in diese Höhle hier unten. Um zu gucken. Ja, hier sind schon Kristalle. Quarz. Ich nehme jetzt schnell alle. So. Oh oh. Jetzt habe ich schon richtig viel Schaden genommen. Jetzt gehe ich am besten hier raus, bevor ich noch mehr Schaden nehme. Und diese Fische hier, glaube ich, nee, das waren nicht die. Das waren andere. Also irgendeine Fischart kann man nehmen. Ich glaube, die hier waren es. Ja, die hier. Die kann man nehmen. Und dann kann man sie so wegtun. Kleiner Fisch. Den nehme ich jetzt mal mit. Glubscher heißt er. So, dann gehe ich jetzt mal wieder zu meiner kleinen Kapsel. So. Ich frage mich immer noch, wie ich diese ganzen Metallteile hier kriegen kann. Okay, hier ist Kalkstein. Hab Titan bekommen daraus. Jetzt gehe ich hier hin. So. Jetzt bin ich wieder in meiner Kapsel. Jetzt tue ich erstmal hier ein paar Sachen rein. Rechtsklick war es, stimmt. So. Jetzt können wir nämlich schon mal zum Fabrikator gehen und gucken, was wir so brauchen. Grundmaterialien. Da können wir schon ein paar Sachen machen, glaube ich sogar. Aber ich glaube, das Wichtigste ist hier. Ich will nämlich erstmal vielleicht hier genau unter Werkzeuge. Da brauchen wir ein Konstruktionswerkzeug. Dafür brauchen wir eine Batterie und einen Computerchip. Die sind unter einsetzbares. Nee, Ressourcen, Elektronik, genau. Computerchip brauchen wir Tischkorallenprobe, Gold und einen Kupferdraht. Okay, das können wir, glaube ich, jetzt noch nicht machen. Dafür können wir jetzt aber uns mal ein Messer machen, wo auch immer die sind, um dann ein paar von diesen Überlebenswürste, genau. Dafür brauchen wir Titan und Silikongummi. Ich guck mal kurz, wo man Silikongummi kriegen kann. Synthetische Fasern. Titan, Titan, war. Hier, Silikongummi. Schlingpflanzen, Samenbüschel. Ui. Das ist ein ganz langer Name. Aber ich habe eine Vermutung, was es ist. Deswegen gehe ich jetzt schon mal hier hin. Ich glaube, es hat was mit diesen riesen Schlingpflanzen hier zu tun. Wir können aber nicht so weit an die Aurora oder wie auch immer sie heißt ran, weil sonst kriegen wir... Hier haben wir es. Sonst werden wir vergiftet mit nuklearen Sachen. Seht ihr auch dann noch? Ja genau, da ist die Aurora. So heißt sie doch, oder? Ich nehme noch ein paar von denen hier mit. Okay, jetzt ist mein Inventar voll. Das müsste genügen. Noch 80 Meter bis
unserer kleinen Kapsel. Da schwimmen wir jetzt schnell hin. Schreibt übrigens mal, ob ich hier raus eine Serie machen soll. Vielleicht sogar mit meinem Bruder, dass wir dann Multiplayer spielen, wenn das dann irgendwann mal funktionieren wird. Weil ich glaube, Multiplayer ist noch nicht drin. Es wäre aber ziemlich cool, wenn ich das mal mit meinem Bruder zocken könnte. So, mein Inventar wurde wieder gespeichert. Das heißt, jetzt kann ich... Nee, wo ist es? Hier. Jetzt kann ich direkt Schmiermittel... Hier, jetzt können wir gleich zwei Silikongummi machen. So, das heißt, wir haben schon mal... Titan brauchen wir. Dafür brauchen wir... Metallschrott. Und das kriegt man wie? Ui, die sind ganz schön groß. Ich glaube, ich schmeiß mal welche raus. Kann man das? Kann man die irgendwie entfernen? Vielleicht Kuh? Nee. Das heißt, ich muss mir noch irgendeine Truhe oder wie auch immer die heiß machen. Einsatzbares hier. Wasserdichter Lagerbehälter. Okay, 3 Titan. Das ist sehr teuer. Das heißt, wir müssen jetzt kurz gucken. Oh, jetzt ist schon Nacht. Wie man Metallschrott kriegt. Ich befürchte, das ist so ein Zeugs hier. Hier ist aber überall Quarz. Den müssen wir immer mitnehmen. Weil der ist sehr wertvoll und den kann man für sehr vieles gebrauchen. Ich hätte gedacht, Metallschrott wäre so ein Zeugs, was auf dem Boden liegt und nach Metall aussieht, was man dann aufheben kann. Nee, aber das hier lässt sich irgendwie nicht aufheben. Oh ja, hier. Hier haben wir jetzt ein großes Metallschrottteil. Nee, das hier nicht. Die großen ganz bestimmt nicht. Hier vielleicht? Nee. Gehört auch alles zu diesem Teil. Ui, hier ist wieder dieser, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Unterwasservulkan, nenne ich ihn jetzt mal. So, bevor ich jetzt wieder runtergehe, warte ich erstmal, bis es Tag wird, weil, ui, wo ist denn hier? Ah, hier ist die Leiter. Damit ich nicht da unten von irgendwelchen Monstern aufgefressen werde. Dafür kann ich jetzt... Oh. Ich hoffe, die ist unendlich. Weil sonst... Geht die auch unter Wasser? Ja, geht auch unter Wasser. Cool. Ja, so ist natürlich viel besser. So kann ich jetzt alles sehen. Nur ich glaube, die hat so eine Zeit, wie lange sie funktioniert. Nee. Oder sie geht einfach dann irgendwann kaputt. Das ist natürlich jetzt gut, weil jetzt kann ich suchen nach Metallschrott. Nee, das ist kein Metallschrott. Das ist ja auch nicht. Oxygen. Ich muss schnell nach oben. Jetzt gehe ich mal in diese Richtung hier und suche mal nach Metallschrott. Au. Was war das? Ich werde gerade angegriffen von irgendetwas. Mal wieder. Okay, ich glaube, es nützt wirklich nichts, auch hier mit einer Fackel. Wir müssen einfach kurz warten, bis wieder Tag wird. Ich glaube, ich werfe das dahin, ja. Aber es ist jetzt doch ganz schön sehr hell. So, dann tue ich jetzt diesen ganzen Quarz da rein. So. Das heißt, vielleicht kann ich mir jetzt ja schon Titan machen. Ja. Und gleich habe ich auch schon Titan. Vielleicht ist es jetzt sogar genug für das Messer. Ja. Zack, so schnell ging es. Jetzt haben wir schon ein Messer.
Der zeigt, dass die größte Lebensgefahr auf 200 tatsächlich an den Menschen ausgeht. Seitdem werden Waffen sämtlich Radiokapselfabrikatoren entfernt. Okay. Okay, das ist doch sehr hell. Ich nehme es mal wieder. Das ist jetzt endlich mal Tag, bitte. Währenddessen können wir mal gucken, was hier so alles drin ist. So, hier haben wir ein Kommunikationsrelais. Dann hier ein paar schöne Sachen. Ein Medkit. Das ist cool, weil das wird, glaube ich, alle 30 Minuten macht es, glaube ich, ein neues Medkit. Das heißt, ja, das ist sehr cool. Hier hat man Energiezellen. Hier hat man eine Kiste. Und das war's dann auch schon für dieses kleine Teil. 3% ist es schon. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder rein, ja. Ich wundere mich aber immer noch, wieso ich so wenig Leben habe. Hier ist wieder ein Metallschrott. Kann man immer mal nehmen. So. Die heißen wie? Die kann man dann analysieren und da kriegt man, glaube ich, so Punkte, die man dann wieder für andere Sachen verwenden kann. Die könnte ich jetzt mitnehmen, aber ich habe jetzt schon zu viel. Hier kann man immer dran gucken, weil hier sind sehr oft ein paar nutzvolle Dinge. Jetzt muss ich schnell nach oben. So. Hier ist wieder ein Kristall, das ist gut. Jetzt wird schon Tag. Das heißt, okay. Ah, jetzt kann man die Sachen hier fallen lassen, okay. Warte, was ist das hier? Oh, habe ich jetzt ein... Ne, okay, ist alles das, okay. Jetzt muss ich schnell die Oberfläche wieder... Was ist das denn? Oh, ich glaube, ich kann mich noch an den erinnern. Der pustet so ein Zeugs aus. Ja, genau. Und wenn ich das berühre, dann sterbe ich. Das habe ich mir noch gemerkt. Ich hoffe, das kann ich in 1080p hochladen. Dass es mit dem Rendern noch passt. Und dass die Videodatei jetzt nicht 200 GB groß ist. Ich glaube, ich sterbe direkt, wenn ich den anfasse. Das mache ich lieber nicht. Sondern gehe ich lieber in die Oberfläche. Okay, das war knapp. Aus meiner Aura, das heißt, da schwimme ich so langsam wieder hin. Ich kann ja... Stimmt es, dass wenn man Essen isst, wenn man im Modus ist, wo man das nicht braucht, dass es dann... so das Leben heilt. Es tut mir leid, Fisch. Ich brauche dein Fleisch. Ich habe Hunger. Ne, ich habe eigentlich keinen Hunger. So, Fisch. Fischi Fisch. Ist jetzt tot? Ich weiß ja, ich habe ihn ganz genau. Ja, oh, jetzt ist er tot. Jetzt kann ich ihn aber vielleicht sogar essen. Dann wär's. Gut, ja, Leute, seht ihr das? Das ist so ein riesen Vulkan im Wasser. So, natürlich schnell das hier weg. Und Leute, ich glaube, ich beende es jetzt mal genau an dieser Stelle hier. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch mehr von dieser Serie haben wollt, also ich nenne es jetzt schon mal Serie, wenn ihr noch mehr hiervon haben wollt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, abonniert diesen Kanal und ansonsten sehe ich euch wie gewohnt im nächsten Video.
Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was das da ist. Das kenne ich nämlich noch nicht. Vielleicht ist es was aus dem neuen Update. Und wenn ihr wollt, dass ich das vielleicht mal meinem Bruder zeige, dass der mal spielt, sagt mir das auch. Und ansonsten sehe ich euch im nächsten Video. Ciao.